Und jetzt die Modetrends aus Mailand. Ein modisches Publikum wartet in Mailand auf den Einlass zur Herbst-Winter 2014-15 Kollektionspräsentation des Kultlabels D2. Backstage werden die letzten Vorbereitungen für die Show getroffen und an den Feinschliffen des Nude-Make-ups der Models gefeilt. Der helle Teint mit bernsteinfarbenem Augen-Make-up und Rosé-Lippen wird später mit stark betonten Wimpern in Szene gesetzt. Die Designer-Zwillinge Dean und Dan Gayton, die für ihre aufregenden und themenbezogenen Runway-Shows bekannt sind, entführen ihr Publikum in diesem Jahr in eine glamouröse Welt der 60er Jahre. Auf keinen Fall dürfen in der gehobenen Gesellschaft natürlich Pelz und Schmuck fehlen. Minischnitte und große Sonnenbrillen unterstreichen den 60s-Look. Enge Silhouetten, sexy Animal Prints, opulente Verzierungen und üppige Colliers, ganz im Sinne von Diamonds are a girl's best friend, repräsentieren bestens die Energie und den Sexappeal des Labels. Hautenge und hautfarbene Lingerie-Minis sind mit süßen Details wie Rüschen und Passen verziert. An der Hüfte hängen Schlüsselbunde, die den Outfits einen verruchten Touch geben. Das Finale der Show bildet sexy Lingerie, ein knapper Bodysuit mit Teilchengürtel. Die glamourös hochgesteckten Bananen mit tiefem Seitenscheitel runden den aufregenden 60s-Look ab. Ebenso aufregend sind die detailverliebten Heels, auf denen es im nächsten Winter vielleicht nicht durch den Schnee geht, aber mit Sicherheit zu der einen oder anderen exklusiven Party. Das ursprünglich aus Kanada stammende Zwillingsdesigner-Duo tritt grundsätzlich im Partnerlook auf und ist nur durch einen winzigen Größenunterschied auseinanderzuhalten.